Okay, also wenn wir Whisky brauchen zur Schnapsbrennerei, das klingt logisch. Das merken wir uns mal und nehmen diesen formschönen Stiefel. Na, und gehen weiter. Und nehmen diesen formschönen Stein. Und die formschöne Kelle. Super. So, dann gehen wir weiter. Hier könnten wir rüberklettern. Das machen wir aber noch nicht, denn da kommen wir irgendwo hin. Wo euch als Zuschauer ja noch der Bezug dazu fehlt. Deswegen gehen wir erstmal nach da. Gehen wir nach da. Ich hab den. Der Pfeil geht. Hallo! Der Pfeil geht nach. Ach, ja. Die Pfeile sind ein wenig verwirrend. Und da haben wir. Oh, nee, Moment, da liegt noch was. Halt, stopp! Ach, dieses Quicktime. Quatsch. Klickmenü, wie auch immer. So, haben wir noch ein Zeitungsstück. Und gehen mal in die Kneipe. Na, das ist doch mal eine Kneipe. Was liegt denn hier? Ein kaputter. Ja, tatsächlich, ein zerbrochenes Bierglas. Und hier haben wir noch ein volles Bier. Das nehmen wir uns einfach mit, denn das stört den Klavieristel oder wie das heißt. Das stört den nicht. Und eine Vase nehmen wir uns auch noch mit, denn wir brauchen ein bisschen Deko für unser Haus. Sehr schön. So, da können wir nicht rein. So, dann fangen wir an, mit den Leuten zu reden. Zuerst natürlich mit dem Besoffenen. Was ist? Stör mich nicht, ich denke. Trinkst du viel? Nein. Außerdem, was geht dich das an? Netter Junge. Gehen wir. Guten Abend, Herr Chefkoch hier. Ich hätte gerne Milch. Ich hoffe, du hast Geld. Kredit gibt's hier nicht. Bin wegen eines Geschäfts hier. Mit dir wird keiner Geschäfte machen. Sei vorsichtig. Du solltest vorsichtig sein, Orlando. Dunkle Wolken sammeln sich über deinem Schädel. Wir kennen uns? Es ist schwer, dich nicht zu kennen. Kann mich nicht erinnern. Du hast mal meinen Bruder wegen Whisky-Schmuggel eingesperrt. Und jetzt säufst du dich zu Tode? Alles ändert sich. Alles. Und manches ändert sich sogar schnell und zudem zu deinen Ungunsten. Was willst du damit sagen? Höchstwahrscheinlich hast du schon einen guten Menschen gesprochen, der dich vor den Fehlern warnen wollte. Weiter, weiter, tu dir keinen Zwang an. Ich will hoffen, dass man dich nicht zu irgendwas zwingt. Ja, okay. Das, ja. Alles etwas unlogisch, okay, gehen wir wieder raus. Denn der Klavizimpelfritz, der spielt ja grauenhaft. Okay. Können wir uns denn im Inventar Sachen anschauen? Offensichtlich nicht. Wir können uns die... Moment. So vielleicht. Nö. Wir können uns die Items nicht anschauen. Ja, jetzt macht die Lupe wieder weg. So, hier hätten wir ein Restaurante. Ah, Moment. Ach, das Restaurant, stimmt. Da war ja die, das Casino. Oh ja, ganz unauffällig. Ne? Ne? Merkt keiner. So, reden wir doch mal mit dem Barfritz. Was trinken Sie? Oh, hier gibt's ein Glas Milch. Ein Glas Milch, bitte. Eine gute Milchbar finden Sie am Ende der Stadt. Okay, bisschen mehr Infos dürften es schon sein. Was darf sein? Ich trinke hinter der Tür dort. Hinter der Tür? Sie wissen genau, was ich meine. Den Biergarten öffnen wir nur im Sommer. Ich meine die andere Tür. Was trinken Sie? Ich würde mich gerne spielerisch betätigen. Nun, da müssen Sie sich einen Augenblick gedulden. Mary müsste gleich aufkreuzen.
Ich möchte nicht mit Mary spielen. Dann weiß ich nicht, was Sie meinen. Na kommen Sie, ich will ins Casino. Hier gibt's kein Casino. Nun lassen Sie doch das Katz-und-Maus-Spiel. Ich kann Ihnen nicht helfen. Es sei denn, Sie wollen was trinken. Okay. Da bekommen wir nichts raus. Was sagt er so? Wer sind Sie? Wir sind doch keine Nachbarn, oder? Schon mal was von einem Casino gehört? Casino? Genau. Ehrlich gesagt, nein. Sind Sie sicher? Natürlich, aber wer sind Sie eigentlich? Das tut nichts zur Sache. Für mich ist es aber wichtig. Ich unterhalte mich ungern mit Leuten, die ich nicht kenne. Okay, dann lässt uns keiner auch nur annähernd an Informationen über das Casino. Womit kann ich helfen? Das Casino. Soweit ich weiß, gibt es in dieser Stadt kein Casino. Da habe ich etwas anderes gehört. Da haben Sie was Falsches gehört. Ja. Gut, da kommen wir nicht... Was war das jetzt? Da kommen wir nicht weiter. Also gehen wir doch mal zum Night O'Grannis. Taratatatam. Oder nee, reden wir gerade mal mit ihm noch zuerst. Wo darf ich Sie hinbringen? Ich habe meinen eigenen Wagen. Was hat der schon runter? So an die 20.000 Meilen. Der schafft noch eine ganze Menge. Wirklich? Glauben Sie mir, ich kenne mich da aus. Mein bester Kumpel ist ein Mechaniker. Sie an. Frank, so heißt er, ist für diese Arbeit wie geboren. Geben Sie mir doch mal seine Adresse. Das ist leicht zu finden. Es ist im südlichen Teil der Stadt. 5 Minuten vom Cut & Club entfernt. So, jetzt haben wir auch die Möglichkeit, zu dieser Werkstatt zu fahren. Und reden nochmal mit der netten Dame hier. Vielleicht unternehmen wir mal was zusammen. Ich habe keine Zeit für Späßchen. Mir ist in Wirklichkeit auch nicht danach zumute. Kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Sie sind sehr nett, aber ich glaube heute nicht. Warum denn so traurig? Ich habe mich mit meinem Freund gestritten. Er sitzt gerade da drin und vergnügt sich mit irgendeiner Nutte. Es tut mir leid. Ich brauche dein Mitleid nicht. Steck's dir dorthin, wo die Sonne nicht scheint. Sehr freundlich. Suchst du was? Von dir nichts. Ich möchte nur rein. Dann hast du Pech, Freundchen. Der Laden ist voll. Mir liegt wirklich viel daran. Wenn dir so viel daran liegt, dann gib dir etwas Mühe. Ja, wir könnten ihn jetzt bestechen, um da reinzukommen. Sie können jetzt nicht rein, der Laden ist voll. Ist ja okay. Wir könnten ihn jetzt bestechen, um da reinzukommen. Aber, das mache ich einfach nicht. Ich spare mir das Geld und gehe zu besagter Leiter, die wir eben gesehen haben. Denn dort kommen wir in den Hinterhof von Night O'Grannis und somit auch ins Hotel. Was ist denn das überhaupt? Nachtclub. Ta-ta-ta-ta, die Leiter. Und hip, 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 hip und hoch. Ja, sportlich, Jack. Und rüber. Sehr schön. Alles klärchen, dann gehen wir mal rein. So, und hier haben wir da einen Raum. Und hier steht ein kleiner leerer Flachmann, den nehmen wir uns doch gleich mal mit, auch wenn wir ja jetzt wohl das Trinken aufgeben wollen. Das kann ich ja gar nicht sagen. Das ist auch eine Dialogoption, die nicht kam, die ich aber noch kenne. Er will mit dem Trinken aufhören. Wegen dem blöden Unfall. Ja. Zap, da. Ein bisschen Parfum. Dankeschön. So, können wir hier noch irgendwas aufmachen? Was war das denn? Wir waren Fall in eine falsche Richtung. Hand raus. Können wir hier noch was machen?
Nö. Alles klar, dann hinaus! So, hier sind wir jetzt im schönsten Lokal der Stadt. Ist das eine Speisekarte irgendwas? Keine Ahnung, ich kann es nicht aufnehmen. Aber ich könnte... Oh, das war Mist. Ich könnte das hier aufnehmen. Hooray! Du störst. Siehst du das nicht? Und das ist doch der Typ, der draußen mit der... Ah, ja, ja, genau. Du musst die Ratte sein, die das Mädel vor der Bar verlassen hat. Woher weißt du das? Weil nur ein Arsch wie du so mit einer Frau umspringen würde. Kümmere dich um deine Sachen und lass mich in Ruhe. Das ist mein Bier. Ich will auch ein Bier. Was glaubst du, wer du bist, du Arschloch? Noch nicht genug? Bist wohl ein ganz harter. Siehst du doch. Warte nur, mal schauen, ob du immer noch so grinsen wirst, wenn ich mit meinem Onkel aufkreuze. Deinem Onkel? Oh, ich sterbe vor Angst. Was wirst du noch, du Arsch? Wirst schon sehen. Er winkt noch zum Abschied. Sehr freundlich. Mit deinem Onkel. Er kommt mit seinem Onkel. Ach, die Scherben kann ich nicht aufheben. Und das ist dann wohl die Nutte. Ich sehe, du hast keine Begleitung gefunden, Süßer. Nicht unbedingt allein. Ich schleppe stets Probleme mit mir um. Gegen Probleme hilft etwas Entspannung. Entspannung? Vielleicht später. Hast du einen Typen gesehen, gut aussehend, gut gekleidet? Jung und groß, der einen Stock mit einem goldenen Griff trägt? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich wette 5 Mäuse auf ja. Okay, für einen Fünfer mache ich's. Hast du einen Typen gesehen, der Davidoff-Zigarren geraucht hat? Diese scheiß Zigarren. Wie kann man dieses Kraut überhaupt rauchen? Was noch? Und meine Gage? So. Ach, Mensch. Nee, da ist es doch. Geldscheine. Dann mach mich glücklich und beantworte mir ein paar Fragen. Ich hab gehört, er wohnt im Hotel Paradise. Er heißt Bellinger. August Bellinger. Braves Mädchen. Kauf dir eine Schachtel Pralinen. Ich liebe Süßigkeiten. Bye bye, Süßer. Tschüssikowski. Gut, also wir haben... Oh, es ist jeder weg. Super Sache. Also der Typ in diesem Hotel, in diesem ominösen Raum, in dem wir nicht reinkommen, heißt also August Bellinger. So, was könnten wir denn nun noch machen? Ja, wir könnten ja mal zu... Achso, nee, das geht ja gar nicht hier rüber. Wir könnten... Also im Moment kommen wir hier nicht weiter. Wir müssten in das Zimmer, aber... da müssen wir noch ein bisschen basteln. Hier kommen wir noch nicht rein, oder? Kann ich das einfach eintreten? Ah, ich kann es einfach eintreten, okay. Boing. Super Sache. So, ein zerfallenes Haus. Gehen wir doch einfach mal nach rechts. Ein Baseballschläger. Nimm Baseballschläger. Schwupps. Ach. So. Hier sieht nicht irgendwas zum Aufheben mäßig aus. Dann gehen wir jetzt nach links. So, hier haben wir, was ist denn das? Noch eine Zeitung, können wir einen ganzen Zeitungsstand so langsam aufmachen. Okay, hier sieht auch nichts danach aus, dass ich es mitnehmen könnte. Dann gehen wir jetzt nochmal in den nächsten Raum. In diesen hier. Das können wir auch noch. Doch, da könnten wir noch die Treppe runter, glaube ich. Oder der Pfeil spielt wieder verrückt. Oh, ein Penner. Guten Abend, Penner. Hallo, Penner. Hä? Was machst du hier? Ich schaue mich nur um. Tu es gefälligst woanders. Komm mir besser nicht in die Quere.
Das war's, Schönling. So einfach geht das. Ich will aber den Baseballschläger wieder haben. Werf den doch nicht weg, bist du blöd. So. Aber ich würde ihm eigentlich lieber das Messer wegnehmen, das wäre sinnvoller. Hä? Da wackelt doch die Hand. Da wackelt die Hand, aber ich kann nichts anklicken. Doch, jetzt. Jetzt macht er was. Ein Seil. Das habe ich gar nicht gesehen. Sehr schön. Okay, wir haben ein Seil. Und jetzt will ich doch mal noch schauen, ob man da runtergehen kann. Ja, kann man. Gut. Okay, dann mache ich das doch. Oho, oho, oho. Wo sind wir denn hier? Es ist zu dunkel. In dieser Finsternis sieht man ja die Hand vor Augen nicht. Das ist eine neue Stelle im Spiel, die es im Original nicht gab. Und schon switcht die Synchronstimme. Also, ich find's überhaupt nicht toll, dass man sowas macht. Wenn, dann mit dem Originalsprecher. Ansonsten lasst es weg. Oh, hallo Ratte. Denn das wirkt tierisch dämlich.